Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, wie du in Microsoft Excel eine bedingte Formatierung bei Pivot-Tabellen anwendest. Bevor wir starten, bitte diesen Kanal jetzt kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank und jetzt starten wir los. Das Anwenden einer bedingten Formatierung in einer Pivot-Tabelle kann durchaus schwierig sein. Die Gründe dafür sind, dass Pivot-Tabellen sehr dynamisch sind und sich die Daten sehr häufig ändern können. Daher benötigt es eine bestimmte Herangehensweise, um die bedingte Formatierung in einer Pivot-Tabelle in Excel richtig anzuwenden. Sehen wir uns hier zunächst die übliche Methode zum Anwenden der bedingten Formatierung in einer Pivot-Tabelle an und welche Nachteile diese Methode mit sich bringt. Angenommen, wir haben folgende Daten zur Auswahl und möchte aus diesem Datenbereich nun eine Pivot-Tabelle erstellen. Dazu wechsle ich in das nächste Arbeitsblatt, gehe auf Einfügen, selektiere Pivot-Tabelle und gebe nun den entsprechenden Bereich an. Bestätige mit OK und erhalte nun meine entsprechende Pivot-Tabelle und möchte dort die Produkte nach den Jahren auswerten. Die Produkte gebe ich noch in den Spalten und werde die Darstellung noch etwas vereinfachen. Die Quartale geben wir heraus und geben stattdessen auch das Order Date heraus und möchte stattdessen Jahr und das Monat sehen. Dazu gehe ich in die Pivot-Tabelle Analyse, gehe auf Auswahl gruppieren und selektiere oder deselektiere hier die Quartale und erhalte nun die Auswahl Jahr und Monate. Als nächstes gebe ich dann den entsprechenden Mengenbereich an und erhalte nun diese Pivot-Tabelle. Die herkömmliche Vorgehensweise für die bedingte Formatierung wäre, dass der entsprechende Bereich selektiert wird und anschließend im Menü unter Start, bedingte Formatierung, unter den Farbskalen, diese vordefinierten Bereiche, wechsle ich oder wende ich diese an und erhalte nun diese Darstellung für die bedingte Formatierung. Soweit so gut, jedoch, wenn ich hier neue Daten hinzufügen möchte oder selektieren möchte, wird leider nur der ausgewählte Bereich für die bedingte Formatierung berücksichtigt. Alle neu hinzugekommenen Daten oder Filterungen bleiben außen vor. Und das ist einer dieser großen Nachteile von der herkömmlichen Vorgehensweise der bedingten Formatierung. Sehen wir uns aber nun die präferierte Herangehensweise für die bedingte Formatierung an. Dazu gehe ich einen Schritt zurück und hebe die bedingte Formatierung auf und gebe auch das Jahr 2021 heraus, um im Nachgang das zu testen, dass auch für neu hinzugekommene Daten die bedingte Formatierung greift. Beginnen wir wie vorhin mit der Selektion der entsprechenden Bereiche. Ich kann aber auch nur einen Bereich selektieren und zwar gehe ich anschließend auf bedingte Formatierung, wähle wiederum die Farbskalen aus und jetzt kann man beobachten, dass hier ein kleines Symbol entstanden ist oder aufgetaucht ist und habe dort drei Möglichkeiten, die bedingte Formatierung für diese Pivot-Tabelle anzuwenden. Die Standardauswahl ist für die markierte Zelle. In diesem Fall für uns nicht brauchbar, da wir den gesamten Ausdruck bzw. den gesamten Bereich mit einer bedingten Formatierung farblich hervorheben möchten. Aus diesem Grund kommen diese zwei anderen Auswahlmöglichkeiten in Frage, wobei alle Zellen mit Summe von Quantity-Werten, wenn ich diese selektiere, werden leider auch die Gesamtergebnisse mit berücksichtigt und führt zu einer Unschärfe in der Darstellung. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die
dritte Option zu wählen, alle Zellen mit dem sogenannten Measure oder Wertfeld sowie für das Datum auch noch und für das Produkt. Ich wähle dieses aus und erhalte dann entsprechend die bedingte Formatierung für diesen Bereich. Nun möchte ich den Gegentest machen, wenn neue Daten hinzukommen oder durch die Filterung hinzukommen, ob diese bedingte Formatierung dann auch berücksichtigt wird. Ich selektiere hier das Jahr 2021 aus, öffne diese und wie wir sehen, wird auch dort automatisch die bedingte Formatierung berücksichtigt. Wie ihr seht, könnt ihr mit dieser Herangehensweise eine für sehr dynamische Pivot-Tabelle eine gute und stabile bedingte Formatierung hinterlegen. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!